Und man wusste, das ist ein richtig fieses Teil. Die Gewittersaison 2023 hat so richtig begonnen am 5. Mai, wo sich von der Schwäbischen Alb ausgehend eine klassische Superzelle auf den Weg gemacht hat in Richtung München. Wir haben das Ganze auch mit relativ wenig Erwartungen gestartet. Also grundsätzlich die Bedingungen für Superzellen waren gar nicht mal so prädestiniert an dem Tag. Es hat sich hinter dieser isolierten Zelle eine relativ starke Gewitterlinie gebildet, die dann dieses Umfeld für diese vorlaufende Superzelle extrem verbessert hat. Dadurch hat die eine sehr beeindruckende Optik entwickelt und hat dann auch relativ großen Hagel produziert für Anfang Mai. Am Ende mussten wir die Zelle ziehen lassen, weil sich hinter uns in verdammt schnellem Tempo die Gewitterlinie aufgebaut hat. Obwohl wir mit 120, 130 über der vollen Autobahn in Richtung Osten gerast sind, haben wir es gerade noch so vor diese Gewitterlinie geschafft und knapp westlich von München dann einige nette Aufnahmen noch einfangen können. Nach der Superzellenlage am 5. Mai war eine sehr lange Periode Deutschland und Mitteleuropa weit, wo eigentlich so gut wie gar nichts passiert ist. Es ging dann erst tatsächlich ab dem ungefähr 15., 16. Juni wieder los, wo sich dann die Großwetterlage so umgestellt hat, dass energiereiche Luftmassen in Richtung Frankreich bzw. Deutschland nach und nach einströmen konnten. Für mich ging es in die Region von Reims, das ist östlich von Paris. Am ersten Tag habe ich eine kleinere Schelf bei Paris erwischt, war jetzt nicht so der absolute Brüller, aber für den Einstieg gar nicht mal so übel. Einen Tag später hat sich dann bei Auxerre, das ist ca. 150, 200 Kilometer südlich von Paris, eine relativ starke HP-Superzelle entwickelt. Die sah dann schon deutlich besser aus, war jetzt aber auch noch nicht, ja, das wofür man ca. 1000 Kilometer nach Frankreich fährt. Ich bin dann am nächsten Tag am Vormittag nach Freiburg gefahren, weil ich unser Teammitglied Marius abgeholt habe. Auch an dem Tag, die Modelle hatten mehrere sehr starke Superzellen berechnet, die entlang des Jura ziehen sollten. Das heißt, das ist diese ganz klassische Superzellenschiene von Lyon über Bessancourt in Richtung Freiburg. Letztendlich ist gar nichts davon eingetreten. Es haben sich an dem Tag überhaupt keine Gewitter gebildet. Aus Südfrankreich hat sich dann nachts, haben sich noch einige relativ mäßige Gewitterzellen in Richtung Rhöntal bewegt. Das heißt, wir haben in der Nacht auch sehr wenig geschlafen dafür, dass dann letztendlich auch nur ein paar kleine Einzelzellen mit ein paar Blitzen ankamen, war das dann auch sehr enttäuschend. Ja, die Flop-Serie sollte sich dann fortsetzen am nächsten Tag. Da standen wir dann bei Vichy. Es hat sich dann auch ausgehend vom Zentralmassiv eine kräftige Zelle gebildet, die es auf uns zugezogen hat, ein Hook-Echo entwickelt. Wir waren relativ euphorisch. Endlich klappt es mal. Ja, was passiert? Die Zelle ist innerhalb von einer halben Stunde hat sie sich abgeschwächt und ist mehr und mehr verklustert. Und damit war auch die vierte Frankreich-Lage ja mehr oder minder gescheitert. Am nächsten Tag, der 22. Juni, stand in Deutschland zum ersten Mal eine richtig gute Lage an. Wir haben uns dann spontan entschieden auf dem Rückweg nach Deutschland, dass wir morgens um 7 aufbrechen und sind dann von Freiburg aus in Richtung Kassel gefahren. Schon auf dem Weg in Richtung Kassel hat man schon diese massive Quellung gesehen, die sich da gebildet hatte. Da war sie noch nicht superzellulär, aber man hat gewusst, diese Zelle hat Potenzial, weil sie sich entlang der Warmfront bewegt. Es war sehr schwierig, sich in dieser relativ hügeligen Region den passenden Standort auszuwählen. Und man wusste, im Hintergrund von einem bewegt sich eine potenziell tornadoanfällige Superzelle. Durch Glück haben wir es dann noch geschafft, ungefähr 10 Minuten bevor die Zelle ankam, uns auf einem kleinen Feldweg zu positionieren. Die Zelle war auch verdammt schnell dran, hat sich immer weiter verstärkt vor uns und man wusste, das ist ein richtig fieses Teil. Der Superzellenaufzug war absolut spektakulär, einer der besten Aufzüge, die wir jetzt in den letzten Jahren hier beobachten konnten im Land.
im letzten Moment haben wir uns dann gesagt, so, jetzt müssen wir los. Wir versuchen, dass wir uns irgendwie vor der Zelle halten. Im Augenwinkel habe ich gesehen, da ist ein kleiner Schuppen, wo offen ist und wo niemand drin steht. Das heißt, zack, Rückwärtsgang und sofort rein, weil die Zelle war vielleicht noch ungefähr eine Minute von mir entfernt. Wenige Sekunden später ist auch der Hagelsturm schon über uns drüber gegangen. Im Ort sind Windschutzscheiben wie erwartet kaputt gegangen. Dachziegel sind von den Dächern runtergeknallt. Bäume sind umgefallen. Also ja, so eigentlich im Grunde das, was man sich von einem richtig starken Unwetter, von einer richtig starken Superzelle auch erwartet. Nach dem 22. Juli gab es wieder eine längere, ruhige Phase in Mitteleuropa. Am 11. Juli war es dann wieder soweit. Die Modelle hatten darauf hingedeutet, dass sich wieder vom Zentralmassiv ausgehend isolierte Superzellen bilden sollten mit erhöhter Großhagel- und Tornadogefahr, die sich dann immer mehr zusammenschließen sollten und dann als Bauecho in Richtung Breisgau die Juraschiene ziehen sollten. Deswegen hatten wir uns entschieden, dass wir uns erstmal in Richtung Lörrach bewegen, also im Dreiländereck. Aber auch die Lage letztendlich hat nicht das am Ende gebracht, was wir uns erwartet hatten, obwohl die Blitzrate wirklich atemberaubend hoch war. Es war ein konstantes Dauergeflacker, obwohl es noch relativ hell war. Das Ganze hat sich auch wirklich dann erst ab dem Südschwarzwald so richtig, richtig verstärkt. Fotogen war die Front jetzt nicht, aber die Schäden waren wirklich enorm und auch die Dimension dieses riesigen mesoskaligen Systems war spektakulär. Wir standen einfach ungünstig und konnten dann uns auch gar nicht mehr davor setzen aufgrund der Zuggeschwindigkeit. Absolut unmöglich. Letztendlich auch diese Lage für uns jetzt nicht erfolgreich gelaufen, leider. Dann hieß es also wieder zurück von Lörrach, Freiburg in Richtung Bayern, weil am nächsten Tag, besonders im Süden von Deutschland, die nächste, ja, mäßige Gewitterlage bevorstand. Wir konnten bei Freising dann die erste Superzelle des Tages abfangen. Es war eine schöne Stimmung auf jeden Fall, wieder richtig schönes Dauerdonnern und ganz anders als am Tag zuvor hat sich diese Zelle nicht komplett verklustert, das heißt, wir hatten vorlaufend auch nicht durchgehend Regen. Die ist auch sehr stark ausgeschert. Dann in Richtung Taufkirchen hat sich immer weiter verstärkt. Wir sind dann auch nach Taufkirchen danach gefahren, haben dort richtig Hagelmassen auf den Straßen gefunden, obwohl wir gar nicht damit gerechnet hatten, dass sich an dem Tag so großer Hagel bilden sollte. Und entsprechend hoch waren da auch die Schäden. Es war so ein relativ schwacher Hageldownburst eigentlich, aber trotzdem hat es gereicht, damit Autos ziemlich starke Dellen hatten. Relativ große Äste von den Bäumen wurden runtergerissen und die Maisfelder, ja, die sahen wirklich absolut verheerend aus. Da ist kaum mehr was übrig geblieben, der war richtig plattgewalzt von dem Downburst. Und wir waren dann auch im August nochmal in der gleichen Ecke, sind durch den gleichen Ort gefahren und da hat man dann auch gesehen, da ist auch nichts mehr nachgewachsen. Deswegen, das war für die Bauern wirklich ein sehr verheerender Tag in der Region. Ab dem 15. Juli ungefähr ist es dann mehr und mehr auf den Höhepunkt der Gewittersaison in Mitteleuropa zugesteuert. Die Schwergewittertätigkeit hat sich dann immer mehr in Richtung Süd- bzw. Südosteuropa verlagert. Das heißt Südfrankreich, Italien, Kroatien bis rüber nach Rumänien. Das sind immer wieder ein Schwergewitter-Setup nach dem anderen drüber gezogen, das man in den Jahren davor eigentlich so gar nicht gekannt hat. Also die Dimensionen haben tatsächlich alles übertroffen, was wir jetzt auch bisher erlebt haben in den Jahren davor. Begonnen hat das Ganze am 19. Juli, da war uns noch gar nicht bewusst, was sich da in den nächsten Tagen noch alles an Aufnahmen für uns ergeben sollte. Wir haben uns auf den Weg gemacht in Richtung Kroatien. Ausgehend von Slowenien hat sich eine Gewitterlinie in Richtung Osten bewegt. Und wir haben uns dann letztendlich entschieden, dass wir uns bei Zagreb positionieren. Ja, wir stehen jetzt hier bei Zagreb, knapp nordwestlich. Und es hat sich ein mächtiges Bogensegment gebildet, beziehungsweise ja, es ist eigentlich schon ein Bauecho. Das Bauecho war genau so stark, wie man es sich eigentlich erwartet hatte. Genau über Zagreb hat sich dann erst so richtig, richtig verstärkt. Und ja, es war spektakulär. Der Aufzug, dieser Grünstich des Himmels, das man so von Bauechos gerne mal kennt, wie zum Beispiel 2014 in Nordrhein-Westfalen. Ja, diese geschliffenen Schelfstrukturen, die wollten sich noch nicht so richtig ausbilden bei uns leider. Wir hatten dann noch wirklich einen ziemlich heftigen Downburst, ja, schätzungsweise 130, 140 Stundenkilometer starke Böen. Ja, es war ungefähr nachmittags, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, 15, 16 Uhr. Und
man muss sich das vorstellen, dieses Level 3 war sehr lang gezogen von ungefähr von Padua über Udine bis rüber nach Kroatien und weiter nach Serbien. Und wir standen bei Zagreb und haben uns dann entschlossen, ja, dort ist noch nicht so viel passiert. Wir schauen jetzt mal, dass wir vielleicht noch entweder ein paar Superzellen erwischen, dann in Slowenien oder über der Adria noch am Abend eine gute Blitzschau. Und sind also von Zagreb in Richtung Triest gefahren. So gegen 22 Uhr haben sich die Superzellen, die auf der anderen Seite der Adria sich gebildet hatten, die haben sich dann immer mehr zu einer Linie organisiert und haben sich dann zu uns bewegt in Richtung Triest. Es gab wieder einen sehr starken Downburst, stroboskopartige Blitzfrequenz über der Adria im Sekundentakt. Insgesamt ein sehr spannender, sehr actiongeladener Tag mit mehreren starken Gewittersystemen, spektakulären Blitzshows. Ja, da hat man schon gemerkt, jetzt geht die Saison so richtig los. Ja, für mich persönlich dann der wahrscheinlich krasseste Tag, seit ich das Hobby betreibe, also Stormchasing, war dann der 24. Juli, der Tag, wo in Italien ein neuer europäischer Hagelrekord aufgestellt wurde. Ich bin am 23. Juli am Abend in Richtung Gardasee gefahren, habe mir dort dann ein Hotel genommen. An dem Tag waren wir mit insgesamt 3 Teams in Italien unterwegs, ich an dem Tag leider alleine. Ich habe mich dann erstmal für einige Stunden südlich vom Gardasee positioniert, habe erstmal die Lage beobachtet, wie sich das Ganze entwickelt. Am frühen Nachmittag hat sich dann die erste Superzelle des Tages gebildet, ausgehend von Mailand. Ich habe mich dann über die Autobahn in Richtung Bergamo bewegt und man hat schon gesehen, das war auf jeden Fall noch eine HP-Superzelle. Es war dunstig, man hat wirklich bis ganz zum Schluss sehr schlecht die Struktur erkennen können. Und ich habe mich dann auch schleunigst dann aus der Zugbahn bewegt. Auf jeden Fall sind dann schon die ersten Hagelkörner auf die Windschutzscheibe geknallt und ich habe mich dann unter eine Brücke gestellt. Der Hagel war Gott sei Dank in dem Moment nicht so groß, wie man es erwarten konnte, aber groß genug, um Dellen anzurichten. Am Anfang habe ich gedacht, die Zelle ist doch gar nicht so extrem stark, aber ich bin über die Autobahn gefahren, habe dann gesehen, so am Rand, da liegen ja überall Bäume rum. Ich bin dann rausgefahren und die Schäden waren wirklich enorm, also Bäume auf Stromleitungen, die Stromleitungen lagen am Boden, also wirklich gefährlich da. Ja, das war die erste Zelle des Tages und dann war auch erstmal relativ ruhig. Die Atmosphäre hat sich gefühlt erstmal beruhigt, die Temperatur ist wieder auf über 30 Grad angestiegen. Am frühen Abend hat die Lage plötzlich an Fahrt aufgenommen. Es hat sich eine Superzelle entwickelt, ungefähr auf Höhe Gardasee. Sie ist ausgeschert, ist aus dem Bergland rausgekommen. Mortigliano war der erste Ort an diesem Abend, wo die Hagelschäden wirklich unbeschreibliches Ausmaß angenommen hat. Ich bin ungefähr 3-4 Tage später nochmal in den Ort gefahren. Die Schäden an den Autos, an den Dächern, ja, es sind Hagelschäden gewesen, die man sich so eigentlich gar nicht vorstellen kann. Die Windschutzscheiben waren quasi nicht mehr vorhanden, also sie waren noch drin. Aber es war, wenn man nicht wüsste, dass das eine Scheibe war, ja, das ist unglaublich, wie die ausgesehen haben. Die Dächer waren komplett verwüstet, kein Dachziegel war mehr intakt, die Photovoltaikanlagen alle zerstört. Da war einfach eine extreme Kombination aus Hagel um 10 cm und dieser sehr starke Höhenwind, der heruntergemischt wurde in der Superzelle. Das heißt, man hatte wirklich einen der stärksten Hagel-Downbursts, die man wahrscheinlich in Italien seit Jahrzehnten erlebt hat. Auch der Flo und der Ron waren dann vor Ort in der Nähe von mir. Wir haben uns dann getroffen und haben bemerkt, dass wieder ausgehend vom Südalpenrand, wieder aus Richtung Gardasee, eine Zelle in Richtung Osten sich bewegt. Und auch da sind wir davon ausgegangen, dass sich diese Zelle in Richtung Flachland bewegt und wieder ausscheren wird. Und genau so ist es dann passiert. Und das war dann letztendlich die Superzelle, die den neuen europäischen Hagelrekord aufstellen sollte. Ja, mit 2 Fahrzeugen sind wir dann die Autobahn in Richtung Westen gefahren, weil wir davon ausgegangen sind, dass die Zelle ein bisschen weiter westlich durchziehen wird. Wir haben uns dann bei Portoguaro aufgestellt. Analysen von Meteorologen zufolge lagen in der Region um die 4.000 bis 5.000 Joule Cape. Das heißt, entsprechend war die Luftmasse wirklich verdammt dampfig. Alles war voll mit Stratus. Und die Sicht war relativ schlecht, aber trotzdem hat man aus dem Dunst schon eine halbe Stunde davor dieses konstante Flackern gesehen am Horizont in Richtung Nordwest. Und man wusste, da kommt was richtig Großes jetzt. Die ist dann ungefähr 10 Kilometer nördlich von uns durchgezogen in Richtung Osten. Als diese Superzelle
ungefähr über diesem Ort, wo der Hartley-Rekord verzeichnet wurde, gezogen ist, haben wir auch immer wieder Power-Flashes gesehen, also dieses grünlich-bläuliche Aufleuchten, das man sonst bei Tornados kennt, aber das kann auch auftreten bei sehr starken Hageldownbursts. Und wie sich dann später herausgestellt hat, ein Tornado gab es nicht in der Zelle, aber eben Hagel in einer relativ langen Schneise von zwischen 10 und ja, unglaublichen 19 Zentimeter. Und ja, der Abend sollte noch fortgesetzt werden. Wir hatten jetzt schon diese Mortigliano-Superzelle, jetzt diese zweite Superzelle bei Azzano Decimo und aus Richtung Gardasee, südlicher Gardasee, bei Desenzano und Verona zog jetzt die dritte gewaltige Superzelle auf uns zu. Und wir haben dann schnell gesehen, dass diese Superzelle diesmal relativ genau auf den Ballungsraum von Venedig zuzieht. Das heißt, von Portogruaro ungefähr diese ja, knappe Stunde in Richtung Venedig gefahren. Man ist gefahren und ständig hat man diesen Aufwind rechts von sich gehabt und es ist ein einziges Dauergeflacker gewesen. Ja, mir war zu dem Zeitpunkt dann auch bewusst, dass diese Superzellen verdammt großen Hagel produzieren. Und ja, ich war alleine unterwegs, musste dementsprechend einerseits das Radar im Auge behalten und einen geeigneten Spot finden. Als mir das Ganze dann zu nah war, habe ich dann quasi den Nothalt genommen, bin unter eine Tankstelle bei Venedig. Die war dann letztendlich doch schon zu nah und man hat schon gemerkt an der Blitzrate, dass man da mit dem Auto jetzt nicht unbedingt reinfahren sollte. Ja, ich bin dann von der Tankstelle in Richtung Adria runtergefahren und ich habe dann dort den Flo und den Ron getroffen. Als wir da fotografiert haben und unsere Zeitraffer der abziehenden Superzelle gestartet haben, ist uns dann auf Facebook aufgefallen, ja, dass diese zweite Superzelle, wo wir 2 Stunden davor standen, dass die scheinbar bis zu 15 cm großen Hagel geworfen hat bei Azzano Decimo. So waren die ersten Meldungen. Wir wussten zu dem Zeitpunkt nicht, dass er sogar noch größer war. Also haben wir uns entschieden, wir fahren jetzt den ganzen Weg zurück nach Azzano Decimo. Das sind circa 2 Stunden gewesen. Ja, und dann ging es letztendlich los. Wir haben dann an verschiedenen Spots in Azzano Decimo in den Wiesen nach den Hagelkörnern geschaut, ob wir noch größere finden. Ist vielleicht jetzt ein blöder Vergleich, aber es war wie so eine Ostereiersuche. Man hat immer wieder ein größeres gefunden und war dann überrascht. Man hat dann diese Brocken in der Hand gehalten und man konnte es gar nicht glauben. Ja, es war dann circa 3 Uhr nachts, als wir dann mit der Schadensdokumentation in Azzano Decimo fertig waren. Haben dann versucht, dass wir ein bisschen die Augen zumachen. Da war noch das Adrenalin vom kompletten Tag total am Anschlag. Es ist unglaublich, wenn man sowas erlebt, die Gefühle, die man da noch verarbeiten muss. Und dann im Auto zu pennen für ein paar Stunden, das ist ziemlich schwierig. Bei Mailand ist mir dann aufgefallen, hat sich schon wieder eine extrem starke Superzelle entwickelt gehabt. Also Ron und Flo waren ein bisschen weiter weg von mir, haben auch versucht zu schlafen. Die sind dann auch aufgebrochen. Ich habe mich dann auf den Weg in Richtung Padua gemacht, aber ungefähr auf Höhe Caorle. Es war ungefähr halbe Strecke. Da war dann bei mir leider irgendwann der Stecker gezogen. Aber gut, das sind einfach so Momente, wo man seine eigenen Grenzen irgendwann kennen muss. Ich habe dann gemerkt, ja, diese knapp 24 Stunden komplett alleine im Auto unterwegs sein, immer alleine Spots finden, alleine Radar checken. Ah ja, für mich war an dem Morgen einfach dann irgendwann der Saft komplett leer. Der Ron und der Flo, die standen absolut perfekt, wurden dann auch vom Hagelleiter getroffen, der wieder 7-8 cm groß war. So ist es dann leider gekommen, dass ich diese absolut sensationelle Superzellenstruktur bei Padua verpasst habe. Ja, in Italien folgten dann noch ein paar kleinere Lagen in den Tagen danach, aber das kam alles natürlich nicht mehr heran an diese absolut brachiale Schwergewitterlage am 24. Juli. In Deutschland sollte die ruhige Phase noch eine Zeit lang anhalten. Mitte August ungefähr ist die Saison dann wieder ein bisschen hochgefahren bei uns. Das Ganze hat gestartet dann für uns am 13. August. Wir hatten am Tag davor unsere jährliche Convention, wo sich alle Teammitglieder und Freunde vom Team in Südbayern zusammengefunden haben für einen schönen Nachmittag und Abend mit Grillen und Lagerfeuer. Und am nächsten Tag stand dann eine relativ gute Superzellenlage in Südbayern an. Das Ganze war relativ ähnlich zum 5. Mai. Es ging wieder auf der Schwäbischen Alb los. Und wir haben wieder ungefähr bei Freising gewartet, haben gehofft, dass es wieder ungefähr diese Zugbahn einnimmt. Wir haben uns dann trotzdem entschieden, dass wir auf die Zelle ein bisschen zufahren, die sich dann ungefähr schon bei Augsburg befunden hat. Und man muss sich das vorstellen, es gab eine südliche und eine nördliche Zelle.
Am Anfang hatten wir uns auf die südliche konzentriert, aber es wurde dann mehr und mehr deutlich, dass die nördliche das Ruder übernehmen sollte. Und die haben wir dann knapp nordwestlich von München abfangen können bei Allershausen. Hat sich dann aber kurze Zeit später auf dem Weg nach Osten immer weiter abgeschwächt. Aber wir haben die Zelle dann trotzdem bis zum Auflösungsstadium noch verfolgen können. Und am späteren Abend gab es dann noch eine kleinere Gewitterlinie im Alpenvorland. Alles in allem auf jeden Fall ein sehr gelungener Tag. Der krönende Abschluss unserer Chasing-Saison 2023 folgte dann am 26. August. Es gab ein Level 3 von Südbayern bis nach Oberösterreich. Klassische Lehtieflage, also letztendlich alles, was an dem Tag passierte, war relativ gut vorherzusehen. Der Tag hat für uns ziemlich cool begonnen. Es waren wirklich sehr, sehr viele Chaser aus ganz Deutschland am Irschenberg. Nach ungefähr 2 Stunden ist die Zelle dann am Horizont aufgetaucht. War jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht allzu fotogen, hat aber bereits bis zu 10 cm großen Hagel produziert. Und die Schäden in den betroffenen Regionen waren absolut verheerend. Das war eines der teuersten Hagelunwetter in Deutschland in den vergangenen 10 Jahren. Scheiße! Wir sind dann relativ fluchtartig in die Autos gesprungen und über die Autobahn in Richtung Osten. Wir haben uns dann entschieden, da die Bedingungen weiter in Österreich sogar noch besser waren, dass wir auch über die Grenzen noch weiter chasen. Das heißt, wir haben sie noch im Superzellenstadium östlich von Rosenheim mehrmals erwischt und sind dann noch ein gutes Stück weiter nach Österreich rein. Und die Zelle hat sich dann mit einer weiter nördlichen zusammengeschlossen und das Ganze ist dann immer mehr zu einem Bauecho herangewachsen. Wir haben uns dann bei Wels positioniert und da hat sich dann auch für uns persönlich die schönste Shelf-Struktur der letzten Jahre entwickelt. Wir haben wirklich mehrere Stockwerke und wirklich von der komplette Horizont war eine einzige Shelf-Cloud. Das war für uns auch eins der absolut großen Highlights der Gewittersaison 2023. Ja, das waren unsere heftigsten Unwetter 2023. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch ein Like da und schreibt uns mal in die Kommentare, ob ihr auch schon so gespannt seid auf die neue Saison wie wir. Ansonsten könnt ihr den Kanal natürlich auch noch abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Dann sage ich ciao, bis zum nächsten Mal.